Hallo und herzlich willkommen. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit den ganz Kleinen, einmal mit der G-Junioren bzw. Minikicker und den F-Junioren. Diese Übung, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, zähle ich zu meinen Lieblingsübungen, weil die wirklich einfach, simpel ist und einfach das trainiert, was sie soll, und zwar den Grundlagentorschuss. Hier werden wir gleich sehen, da werden verschiedene Schussstärken mit von der Partie sein, die Beweglichkeit, die Wahrnehmung. Natürlich, und der Spaß natürlich, den Trainer abzutreffen, darf man natürlich nicht vergessen. Die Kinder schießen sehr gerne den Trainer ab, vor allem wenn der Trainer sich dann noch ein bisschen zum Affen macht und auch das ein oder andere Mal versucht zu animieren. Naja, jetzt trefft mich doch mal, ihr schafft das eh nicht und so weiter und so fort. Muss ich euch nicht sagen, wisst ihr selber, dass es immer sehr gut ankommt. Kommen wir nun zum Aufbau. Der Aufbau ist wirklich sehr einfach gehalten. Ihr seht einmal hier ein großes gelbes Viereck markiert und in diesem gelben Viereck nochmal ein kleines rotes. Nun platzieren wir alle Spieler außerhalb des gelben Feldes mit jeweils einem Ball am Fuß und der Trainer kommt in die Mitte im roten Viereck. Natürlich kann hier auch ein Elternteil in der Mitte stehen oder wenn ihr wirklich einen Minikicker oder eine F-Jugend habt mit ganz vielen Kindern, könnt ihr die Übung auch zweimal aufbauen. Da müsst ihr natürlich selber ein bisschen gucken. Ich habe die Übung jetzt hier einfach mal mit 8 Spielern gemacht, aber die kann man auch wunderbar mit 10 Spielern machen. Überhaupt kein Problem. Was machen die Kinder jetzt? Die Kinder versuchen jetzt im Prinzip den Trainer in der Mitte abzutreffen. Hier bleibt es euch natürlich überlassen, ob jeder Spieler, sag ich mal, einen Schuss hat oder eine Seite schießt nur. Oder natürlich auch alle Kinder auf einmal. Aber da müsst ihr natürlich dann davon ausgehen, dass es ein bisschen Chaos in der Mitte gibt, dass viele Bälle sich untereinander abtreffen. Ich würde hier empfehlen, Seite 1, Seite 2, Seite 3 und Seite 4. Und die Spieler auf der gegenüberliegenden Seite versuchen dann, die Bälle aufzuhalten von denen, die den Trainer nicht getroffen haben, beziehungsweise die Bälle, die wahrscheinlich durchgehen. So habt ihr auch keine große Rumrennerei und die Kinder passen natürlich auf, wo gerade ein Ball langkullert. So, wenn die Übung nicht klappen sollte, vereinfacht ihr die Übung erstmal und die Kinder nehmen den Ball in die Hand und versuchen ganz einfach erstmal mit dem Ball in der Hand einfach ins rote Feld zu werfen und müssen einfach darauf achten, dass der Ball in der Mitte auftickt, beziehungsweise versuchen, den Trainer zu treffen. Da haben die natürlich auch schon kleine Problemchen mit dem Ball auch gezielt vielleicht ein Feld reinzuwerfen. Ihr werdet merken, das wird aber von Durchgang zu Durchgang besser. Wenn es natürlich schon von vornherein klappen sollte, kann man das natürlich auch als Variationsmöglichkeit reinnehmen. Auch sehr spaßig. Und alle Bälle zum Beispiel, die nicht über die nächste gelbe Linie kommen, beziehungsweise wenn die Bälle in der Mitte liegen bleiben, bleiben dann erstmal da und die müssen warten, bis die Übung abgeschlossen ist. Denn wir wollen natürlich nicht, dass irgendwelche Kinder blind durch die Mitte rennen. Das kann schon mal in Tränen ausarten, wenn dann ein Kind versehentlich einen Ball vom Kopf kriegt. Das müsst ihr natürlich so selber ein bisschen sehen. Wenn ihr natürlich eine Mannschaft habt, die gewissenhaft bzw. vorsichtig miteinander umgeht, wäre es auch eine Möglichkeit, zum Beispiel, ist auch sehr, sehr spannend, einen Spieler in die Mitte zu stellen und der muss sich dann halt in dem Viereck bewegen und muss dann von den anderen Spielern abgeworfen oder abgeschossen werden. In dem Regelfall habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Spieler nicht so einen harten Schuss haben, dass die Spieler sich natürlich verletzen. Da müsst ihr natürlich ein bisschen darauf achten. Ansonsten, wenn ihr das wirklich vorhabt, mit den Spielern zu machen, macht ihr einfach das gelbe Feld nach hinten hin ein bisschen größer. So kommen die Bälle in der Mitte niemals mit einer hohen Geschwindigkeit an. Das müsst ihr halt selber ein bisschen variieren. Also das würde ich dann als letzte Variationsmöglichkeit reinnehmen. Einmal normal den Trainer abschießen. Wenn es nicht klappen sollte, könnt ihr vorher halt das Werfen einfügen. Und dann zur letzten Endform ein Spieler oder vielleicht sogar zwei Spieler können in die Mitte gehen und können sich dort direkt abschießen lassen. Ja, das war wieder ein weiteres Video von uns. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent von unserem YouTube-Channel seid, abonniert uns, damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst. Oder schau dich einfach auf unseren Kanal um. Da gibt es noch viele Videos, die dich interessieren könnten. Wir haben auch eine Facebook-Seite, da würden wir uns auch über ein Like freuen. Die Links dazu stehen nun in der Videobeschreibung und ich habe ein paar Buchempfehlungen in die Videobeschreibung gepackt. Vielleicht ist da auch was für euch dabei. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal.